Sven, du hast heute hier im Welbech-Palast verkündet, dass du dein Abschiedsspiel am 10. August geben wirst. Hier im Welbech-Palast, wo für dich alles angefangen hat, welchen Stellenwert hat ein Abschiedsspiel für dich jetzt und auch in deiner Karriere zum Ende? Also grundsätzlich erstmal freue ich mich, dass ich überhaupt diese Möglichkeit bekomme, überhaupt ein Abschiedsspiel machen zu können. Und dann war für mich eigentlich auch klar, dass das zurück zu den Wurzeln gehen sollte. Und das ist halt hier im Welbech-Palast. Und gut, der Welli, der hat ein bestimmtes Fassungsvermögen. Ich hoffe, dass diese Halle dann auch restlos ausverkauft ist. Und freue mich, dass ich hier mit ein paar Jungs, mit denen man früher halt zusammen gespielt hat, dann auch nochmal ein bisschen rumkicken kann. Und es ist mir sehr wichtig, dass das ganze Rahmenprogramm funktioniert, und ich freue mich wahnsinnig drauf. Die Eisbären, die von dir zusammengestellt werden, spielen gegen eine DEB-Auswahl. Du suchst hier praktisch die Spieler aus, die dort teilnehmen werden. Nach welchen Kriterien gehst du da? Also Ja, gut, es ist natürlich nicht so einfach. Wenn du 20 Jahre in einem Verein spielst, dann hast du wirklich viele Mitspieler gehabt in den Jahren. Und ja, es ist ja klar, ich meine, es gibt immer welche, mit denen du noch mehr zu tun hattest als mit den anderen, keine Frage. Auf der DB-Seite, da sind Nationalspieler sicherlich mit bei, auch aktuelle, aber auch wirklich welche, wo man selber vielleicht jung dabei war und dann viel lernen konnte von den Jungs. Und da ist es schon sicherlich nicht so einfach, da die richtige Mischung zu finden, weil sehr, sehr viele sind, aber ich glaube, dass man im Endeffekt die richtigen finden wird. gibt es so ein, zwei Spieler, wo du dir wirklich sehr, sehr wünschst, dass die auch dabei sein werden? Ja, natürlich. Also ich meine, so ein Christoph Ullmann zum Beispiel ist ein Kandidat. Alexander Bartha. Und also es gibt viele, viele andere Namen noch, aber im Endeffekt macht es jetzt noch keinen Sinn, darüber zu reden, weil das muss dann auch wirklich fest sein, dass die auch kommen können. Also muss man natürlich auch abwarten, wie der Spielplan nächstes Jahr ist. Aber ich bin schon bestrebt, dass die Jungs auch kommen. Wie sieht denn jetzt der weitere Ablauf in der Planung bis zum 10. August aus? Ja, also grundsätzlich ist es ja, glaube ich, ganz gut, dass man relativ zeitig diesen Tag bekannt gibt, damit man sich dann wirklich jetzt um die Vermarktung mehr oder weniger kümmern kann. Und hat man jetzt noch ein halbes Jahr Zeit. Und ja, da kann man halt wirklich diese Zeit nutzen, um das wirklich diesen Tag dann wirklich perfekt zu gestalten. Du hast in der Pressekonferenz gesagt, dass ihr ein Rahmenprogramm haben werdet, Band zum Beispiel Feuerwerk. Gibt es schon weitere Themen, über die ihr nachdenkt? Wird das 18:30 Uhr beginnen und dann den Abend ausklingen lassen, oder ist es mehr, dass es ein Ganztagesevent wird? Ja, wir wollen natürlich gleichzeitig auch den Nachwuchs so ein bisschen zum Zuge kommen lassen. Also da wird es sicherlich im Vorfeld dann nochmal ja, irgendwelche Spiele geben, wo die kleinen Jungs dann nochmal auf dem Eis sind und da ein bisschen rumknödeln. Und so eine Sachen sind geplant. Das Spiel selber hängt sicherlich ein bisschen davon ab, ob jetzt vielleicht eine Fernsehanstalt sich noch meldet. Und also sind schon die Gespräche, sind wir schon dabei, und ob das dann auch wirklich, also wenn die Möglichkeit besteht, dann werden wir das natürlich dann auch umsetzen, und davon hängt es natürlich ab, ob die Zeit dann auch wirklich diese bleibt. Vielen Dank. Gerne. Sarah. Perfekt.